Wir glauben, dass das Schweizer Volk als Ganzes sich gegen den Verfall der rätoromanischen Sprache und des uralten, reichen und schönen Volkstums der Rätoromanen zur Wehr setzen und uns helfen muss. Es darf nicht zusehen, wie romanisch Bünden allmählich verdeutscht wird. Das ist Radio Retro. Ein Ohr voll aus dem Archivschatz von der SRG. Wir sind im Jahr 1947. Im Echo der Zeit redet der damalige Sekretär von der Lia Rumantscha, der John Pult. Er liest vor aus einer Eingabe an den Bundesrat für die Stärkung des Rätoromanischen. Und er warnt quasi vor dem schweizerdeutschen Virus, das das Romanische bedroht. Ja, könnten Sie vielleicht genauer sagen, wie jetzt das Verhältnis liegt im Kanton Graubünden? Wäre das möglich, uns zu zeigen, welche Gebiete nun bedroht sind? Da nehmen wir am besten die Karte. Aha. Das ist eine interessante Karte von Graubünden, wo die romanischen Gebiete mit Farben bezeichnet sind. Jawohl. Mit verschiedenen Farben. Jawohl, wir sehen da zum Beispiel im Oberengadin. Da ist das helleres Grün da. Ja, das sind Gebiete, die infiziert sind, sagen wir das. Von den deutschen Zuzügern, vor allem vom Fremdenverkehr, sind in den Gebieten ist es bereits so, dass 50-70% Romanisch sprechen und die anderen schon anderssprachig sind. Ach was. Und nun der Teil da, das ist, soviel ich weiß, Domleschg. Da sieht man schon sehr viel Rot sogar. Rot, das ist, glaube ich, die allerschlechteste Farbe für sie, denn das sind nur noch, wie da die Legende unten zeigt, 10-30%, die rätoromanisch reden. Ja, das nennen wir die kranke Zone, zum Teil die schwerkranke. Aus dem schwerkranken Domleschg machen wir einen Zeitsprung von fast 20 Jahren und fahren durch die Viamala-Schlucht auf Zillis im Schams. 1966 haben sich Auslandschweizer Kinder in ihrer Ferienwoche über das Romanische unterhalten. Kommt man gerade in das Gespräch, wo die jungen Vertreter von der 5. Schweiz mit der 4. Schweiz haben. Genau gesagt mit dem rätoromanischen Schriftsteller Guro Mani. Der Guro Mani ist Sekundarlehrer in St. Moritz, ist aber gebürtiger Schamser. Mit ihm reden unsere Auslandschweizerli. Ce matin, on a passé sur un pont. En dessous, à 80 mètres, se trouvait un large torrent. Ah oui, c'est ça, c'est la Viamala, n'est-ce pas? Er hat von der Viamala-Schlucht gesprochen, mit diesen wunderbaren Brücken. Das ist eine der berühmtesten Schluchten Europas. Und wenn wir schon beim Wort Viamala sind, könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Kann niemand Lateinisch? Ah, du bist, ja? Via heißt Straße, aber was Mala heißt, weiß ich nicht. Weißt du, was Malus heißt? Schlechte Straße. Sehr gut. Das ist nämlich eine Sprache, die man hier in Graubünden spricht. Weißt du, wie die heißt? Romanisch. Ja, das ist Romanisch. Man sagt Vias Malas auf Romanisch. Das ist die 4. Landessprache der Schweiz, die sogenannte Quarta Lingua. Spricht man sie in ganz Graubünden? Man sprach sie einst im ganzen Gebiet des Bündnerlandes. Ja, über die heutigen Grenzen hinaus, bis zum Wallensee und Bodensee. Kurwelsch nannte man die Sprache früher. Kurerwelsch. Der Wallensee bekam davon seinen Namen, Walchensee, der Welschensee. Ist also Chur eine romanische Stadt? Chur ist die Gemeinde mit der größten Zahl von Romanen, 2613. Aber die Stadt selbst ist seit Jahrhunderten verdeutscht. Kann man etwas tun, um eine Kleinsprache zu retten? Ja, eine sehr schwere Frage. Ich möchte vielleicht so sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Wenn ein Kind krank ist, gibt man sich die größte Mühe, damit es wieder gesund werde. Das ganze Schweizer Volk liebt sein krankes Kind. Im Jahre 1938 wurde unsere Kleinsprache vom Schweizer Volk durch eine denkwürdige Abstimmung zur 4. Nationalsprache erhoben. Es war ein Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Und das Schweizer Volk wollte in einer Zeit der Gleichschaltung zeigen, dass es keine Minderheitenprobleme besitze. Solange die Schweiz die Idee des Minderheitenschutzes hochhält, solange wird auch die bedrängte Kleinsprache nicht sterben.